Ja, hallo, da bin ich wieder. Und der achte Teil kann anfangen. Ja, genau, die Heimat der Marker. Da waren wir stehen geblieben. Und my mistake, im letzten Teil habe ich hier fälschlicherweise Korba als neuen Freund von Ellie erwartet. Aber das war er ja gar nicht. Das ist unser Partner, der uns hier zur Seite steht, genau. Abschalten, sagt er. Abschalten in meinem Kopf. Er spricht zu mir, sagt mir Dinge, die nur ich hören kann. Nur ich abschalten, abschalten, abschalten. Und es wird weggehen. Es wird alles aufhören. Ja. Genau. Mehr muss ich dazu gar nicht sagen. Abschalten, 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 abschalten. So. Ich setze unten auf diesem Eiswürfel das Leben von vielen tapferen Männern und Frauen aufs Spiel. Soldaten, die im Krieg zu Hause kämpfen können. Würde mir jetzt bitte mal jemand erklären, wonach wir überhaupt suchen? Wir suchen nach Hoffnung, General. Oh, gütiger Gott, im Himmel. Unterstützung für den Krieg und unsere Kampfkraft schwinden. Wir haben keine Rohstoffe mehr. Die Öffentlichkeit wendet sich gegen uns und uns läuft die Zeit davon. Beantworten Sie einfach meine verdammte Frage. Wonach suchen wir? Nach Markern. Das soll wohl uns helfen. Nein, General. Ist es nicht. Ich werde Dr. Serrano in Ihr Quartier schicken. Er wird Sie dann briefen. Sie müssen den Verstand verloren. General. Weggetreten. Wonach suchen wir? Nach Markern. Buckle hier. Wir haben ein schrottreifes Transportshuttle namens Crozier aufgespielt. Wenn wir es wieder flott kriegen, schaffen wir es damit vielleicht zur Planetenoberfläche. Keine Chance. Wenn wir dieses Shuttle finden, machen wir hier die Wiege. Verdammt, Robert! Wenn wir die Marker nicht stoppen, gibt es nichts mehr, wohin wir zurück könnten. Genau, Robert! Oder so scheint das Shuttle unsere einzige Chance zu sein. Das ist das Arsch. Ist es? Im größten Schiff der Flotte, der Terra Nova. Aber es ist ein langer Weg dorthin. Wir müssen eine Möglichkeit gehabt haben, zwischen den Schiffen zu pendeln. Wenn Sie eine Möglichkeit hatten, finden wir sie. Also, suchen wir ein kleines Shuttle, was uns zu der anderen Raumstation bringt, also zum anderen Schiff. Admiral Graves bat mich, Ihnen diese Informationen zu liefern. Als der schwarze Marker 2214 auf der Erde exhumiert wurde, überstieg er unser Wissenschaftsverständnis. Er schien endlos Energie zu produzieren. Eine wichtige Eigenschaft in unseren rohstoffarmen Zeiten. Man versuchte, den Marker zu replizieren, in der Hoffnung, seine Technologie zu verstehen und dabei endlos Energie für uns zu generieren. Ja, da waren wir dabei. Stellen Sie sich unsere Überraschung vor, als wir entdeckten, dass er keine Energie produzierte, sondern solche empfing. Und zwar über Trägerwellen aus den Tiefen des Alls. Die Triangulation dieses Markersignals offenbarte einen unentdeckten Planeten, den wir nun als Tau Volantis kennen. Wir hoffen, die Quelle des Signals zu finden und die Energie für uns zu nutzen. Ein Erfolg würde eine bessere Zukunft bedeuten. Für uns alle. Danke für Ihre Zeit. Guten Tag, General. Admiral Graves bat mich, Ihnen diese Informationen zu liefern. Als der schwarze Marker 2214 auf der Erde exhumiert wurde, überstieg er unser Wissenschaftsverständnis. Ach so, das wiederholt sich nur. Okay, müssen wir uns nicht nochmal angucken. Eine wichtige Eigenschaft in unseren rohstoffarmen Zeiten. Ach, wie schön, ein Medipack. Man versuchte, den Marker zu replizieren, in der Hoffnung, seine Technologie zu verstehen und Hui. Endlos Energie. Hui. Oh. So ein Quatsch. Erschreckt uns doch nicht hier, nicht immer noch hier so, Isaac und mich. Ich will da nicht rein. Davon.
Doch, gut jetzt. Danke für diese Pumpgun. Nein, ich habe keine versteckten Aggressionen in mir. Überhaupt nicht. Altmetall. Ja, es gibt alles Grip an den Schuhen. Man muss immer das Positive sehen. Und wieso gehen diese Dinger nicht auf? Wie gemein. Na, sind noch mehr von euch hier? Wo seid ihr denn? Okay, das haben wir hier, haben wir, okay, Crew-Zugang. Aha, Lagerraum und hier oben Reparaturbucht. Ja, dann gehen wir doch erstmal in den Lagerraum. Hey, alles in Ordnung. Oh, eine Schrotflinte. Ein Plan, um eine Schrotflinte zu bauen. Okay. Und ein Clip. Ja, werden wir bestimmt auch noch Verwendung für haben. Verdächtig ruhig hier. Oh, und es wird gespeichert. Das verheißt ja auch nichts Gutes. Okay, doch was Gutes. Isaac, da bist du ja. Wo sind die anderen? Such nach einem Weg raus aus diesem Wrack. Santos, sagen Sie ihm, was wir gefunden haben. Natürlich. Wir haben ein kleines Wartungsschuttel gefunden, als Tipp. Es ist nicht sehr schnell und kommt auch nicht sehr weit. Aber es wird Sie zu den äußeren Schiffen bringen. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Und jetzt holen wir uns das Shuttle, damit wir endlich heimkommen. Robert, wir werden nicht heimkehren. Hey, wir holen das Shuttle, dann entscheiden wir, was wir tun. Ich sehe mir dieses Skip an. Also ein Shuttle, wie vermutet. Ah, dieser Robert geht mir wirklich auf den Senkel. Erweiterte Ordnung, Ortung. Ja? Gut. Ich sehe hier keine erweiterte Ortung, aber vielleicht wird das später noch kommen. Alles klar, wir suchen das Shuttle. Und wir sind alleine mit Ellie. Aber nein, der Isaac, der rettet jetzt erstmal die Menschheit und dann wird sich um Ellie gekümmert. Ja, eine neue Platine und eine Nachladenplatine, noch eine Clip-Platine. Und jetzt können wir vielleicht die Schrotflinte, dachte ich eigentlich, bauen. Aber nein. Wir haben keinen Wolfram. Und wir haben zu wenig Halbleiter und zu wenig Altmetall. Und eigentlich von allem zu wenig. Mann! Okay, hier kann man also die Upgrades einfügen. Nachladen und Clip hinzufügen. Um Schaden, Clipgröße, Nachladegeschwindigkeit und Feuerrate zu verbessern. Ja, aber im Moment ist eigentlich geht's ja noch. Aber vielleicht könnten wir den Plasma-Cutter ein bisschen erweitern. Genau. So. Einmal die Feuerrate.
Super. Und unten machen wir noch den Clip. Und oben fügen wir auch noch das Nachladen hinzu. Oh, super. Ja, den Plasma-Cutter benutze ich immer noch am liebsten im Moment jedenfalls. Ich habe ja noch nicht wirklich eine große Auswahl an anderen Waffen. Und deshalb ist das schon okay, dass wir da jetzt erstmal die Sachen investieren. Ja, alles klar. Auf geht's. Genau, super. Hier können wir den Anzug ein bisschen upgraden. Zeugenanzug freigeschaltet. Okay, Erstkontaktanzug freigeschaltet. Dann kümmern wir uns jetzt erstmal ums Rig-Upgrade. Und ich glaube, wir nehmen einmal die Gesundheit hier. Wie viel haben wir denn überhaupt? Damit werden dann Trefferpunkte um 25 Punkte erhöht. Okay, Altmetall und Somatgel brauchen wir dafür. Luftpanzerung. Dann würde ich sagen, einmal die Panzerung. Und zweimal die Trefferpunkte, wenn es möglich ist. Nein. Dann nehmen wir auch noch einmal die Luft. Falls wir uns mal verfliegen in sauerstoffarmen Bereichen. Und da können wir nichts mehr. Doch die Reichweite von Chinese nehmen wir auch nochmal. Alles erhöhen, was zu erhöhen ist. Super. Ein Graffiti-verzierter Anzug. Ja, aber die haben keine Besonderheiten und deshalb nehmen wir einfach mal den Standardanzug. Der ist doch ganz hübsch. So, nachgeladen ist und weiter. Robert. Morgen hier. Warum kontaktieren Sie mich auf einem privaten Kanal? Weil ich wissen muss, ob Sie auf meiner Seite sind. Nein. Es gibt Seiten? Ich weiß, Sie hatten was mit. Aber sie gehört jetzt zu mir und ich liebe sie. Sie hatten was mit ihr. Wenn sie recht hat und hier ist die Heimat der Marker, gibt es vielleicht eine Chance, das Ganze wir zu stoppen? Wir beide wissen doch, wie das enden wird. Hätte man vor 200 Jahren einen Weg gefunden, die Marker zu stoppen, wären wir jetzt alle in Sicherheit. Das ergibt doch keinen Sinn. Oh, jetzt kann ich. Sie denken, sie und sie. Vergessen sie es. Sie ist ihre Hoffnung, okay? Oh, hoffentlich verwandelt er sich in ein fieses, fieses Alien und ich darf ihm die Rübe wegblasen. Das wäre super. Oder ein tragischer Unfall passiert ihm. Ah, er klopft. Nice. Ja. Okay. Ah ja, das sind die Sauerstofftanks. Das habe ich schon mal gemacht. Vorhin. Genau. Die holt man sich so. Und schlürft sich den Sauerstoff in den Anzug. Hören Sie das auch? Meine Rig empfängt eine Art Botschaft in Dauerschleife. Klingt chiffriert. Sie kommt aus dem Forschungsschiff CMS Greeley. Das könnte echt wichtig sein. Wenn ich kann, sehe ich mir das an, Santos. Isaac, Ende. Hey, die Crozier, nach der wir suchen, befindet sich in einem großen Massenbeschleuniger namens Terra Nova. Oh, was war das? Okay, keine Zeit zu lesen. Hm.
muss jetzt hier erstmal einen Eingang finden. Das wäre ganz schön. Okay, das ist das Ziel. Ja, wunderbar. Bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt das optionale Ziel ist. Oder eben nicht. Boarding Zone, Co-Pilot. Ja, aber ich glaube, wir beenden ganz kurz den Teil hier und gucken uns gleich nochmal um. Also, bis dann. Bye bye, euer Smurlock.